Hallihallo, ihr lieben Mäuse. Jetzt bin ich mal ausnahmsweise mal in unserem Schlafzimmer, weil im Wohnzimmer guckt der geliebte Herr Gatte Fußball. Also, heute gibt es, wie ihr schon im Titel gesehen habt, die Kalendertürchen von 6 bis 10. Ja, und einige wissen, der 6. war ja ein besonderer Tag. Da hatte ich Geburtstag. Und dann zudem auch noch einen runden Geburtstag. Jetzt bin ich unabdingbar alt, definitiv. Aber wie gesagt, alles gut. Ich hatte auch einen wunderschönen Tag, habe wunderschöne Geschenke gekriegt. Erstmal tausend Dank an die ganzen Glückwünsche, an die Päckchen, an die Pakete, an die ganzen tollen Sachen. Entschuldigung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und ein Paket muss ich noch auspacken. Das mache ich morgen, liebe Nicole. Mache ich morgen ganz in Ruhe, versprochen. Aber ich möchte das dann gerne nicht so mittendrin machen, ne? Du weißt schon. Und ich habe ja noch ganz viele andere Pakete bekommen und habe mich über jedes einzelne gefreut, wirklich. Und ich hoffe, ich habe mich bei allen bedankt. Und ja, jetzt fangen wir an mit Türchen Nummer 6. Das ist ein bisschen größer teilweise oder manchmal auch zwei Teile, weil eben das Geburtstagsgeschenk dabei war. Ich guck mal, dass ich alles habe. Vielleicht vergesse ich auch was. Dann bitte habt Nachsicht mit mir. Aber ansonsten denke ich mal, ich war überwältigt von den ganzen Sachen, die ich gekriegt habe. Also Türchen Nummer 6. Ich habe hier, schaut mal hier, hier liegt alles. Ich habe hier sogar noch eine große Tüte von der Katrin. Das habe ich noch nicht aufgemacht. Und ich habe auch die Türchen 7, 8 und 9 und 10 noch nicht aufgemacht. Nicht alle. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo die 6 ist. Ah, genau. Ich zeige dir erstmal das, was ich schon geöffnet habe. So. Und zwar habe ich von der lieben Verena, die mit der ich auch den Adventskalender getauscht habe, eine super Bauchtasche gekriegt. Wie ihr wisst, laufe ich ja den ganzen Tag mit Bauchtasche um. Ne? Das ist hier so mein Edda ohne Bauchtasche gibt es nicht. Mich gibt es nur mit Bauchtasche. Wird nur zum Schlafen weggetan. Und die Verena hat gedacht, die Edda braucht mal was Spaciges und hat mir diese tolle Bauchtasche geschenkt. Habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, weil die ist wirklich schön, super Material von Loki. Die Marke kenne ich. Da, Loki. Wunderbar. Oh, ich habe hier eine Kerze stehen, nicht, dass es gleich anfängt zu brennen. Und da ist sogar noch was drin. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, weil diesen Highlighter, den habe ich schon ganz lange im Auge und habe immer überlegt, soll ich mir den kaufen? Nein, der ist mir zu teuer, der ist mir zu teuer. Und die Marke mag ich ja im Moment so gerne. Geht um Too Faced. Um diesen Highlighter. Der ist so schön. Das ist Diamond Light. Ne? Jetzt kriege ich den noch nicht mal auf. Ich weiß ja, wie er aussieht. Der ist noch schön zu. Ja, jetzt habe ich keine Schere hier. Aha. Mist. Ich will das jetzt nicht kaputt machen. Ich lasse ihn mal zu, weil ich glaube, die meisten wissen, wie der aussieht. Das ist wie so ein Diamant geformt. Irgendwie meine Fingernägel sind jetzt auch irgendwie... Keine Ahnung, ich kriege es nicht auf. Ich habe jetzt keine Schere hier. Und ich habe... Ach, ich habe doch mein Messer. Mein Gott, ich habe doch alles dabei. Mein Gattermesser. Das habe ich doch immer dabei. Moment. Mir gleich hier noch einen Finger schneide. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. K.O. die Tante hat den Griff. Da ist er. Schaut euch mal dieses Packaging an. Das ist ja jetzt der Inhalt. Und hier in Samt und oh, so schön. Mensch, Mensch, Mensch. Ich liebe ihn. Der ist so schön. Oh, upsa. Der ist so edel aufgemacht. Und der glitzert in allen Farben, in den Regen. Also richtig irisierend ist der.
Ganz toll. Danke, liebe Verena. Ich habe mich ja schon tausendmal bedankt. Ich habe mich so gefreut, wirklich. Also ganz, ganz toll. So, einmal wieder andersrum. Der kommt zum Einschätzen. So, dann machen wir, bleiben wir bei der 6. Genau. Das müssen wir mal eben gucken, nicht, dass die durcheinander kommen hier. Genau. Das hatte ich. Wem war das denn jetzt drin? Mach mal eben andersrum. Bei der lieben Gina ein Kalender. War dieses große Geschenk-Set drin von Rituals. Ganz toll. Happiness, the ritual of joy. Ganz toll. Er hat eine Kerze bei, ein Duschgel und eine Körpercreme. Ganz toll. Und riechen tut das auch noch sehr, sehr gut. Ich pack's mal jetzt nicht aus, weil es ist so schön und ach, ich weiß ja, wie es riecht. Ne? Also wie gesagt, Gina, danke, danke, danke. Damit hast du mir echt eine Freude gemacht. Genau. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich, oder die Katrin hat mir, glaube ich, ich glaube, der war bei der Katrin drin, aber die hatte ja noch die große Tüte. Ich meine, die hatte eine kleine Tüte. Oder war das bei... Jetzt komme ich durcheinander. Irgendwo war der drin. Der war aber noch ein Zusatzgeschenk. Also das war dann in dem Türchen drin. Und dann war noch mal eine Extra-Tüte bei. Kann aber auch die Bettina gewesen sein. Weil bei Bettina war in dem Extra-Geschenk noch das drin. Das ist ein Parfüm von Adidas. Weiß jetzt nicht genau, wie es riecht. Born Digital. Lass es aber jetzt erstmal noch zu, weil ich habe so viele Parfüms offen. Und aber wie gesagt, ich denke mal, sie kennt ja meinen Parfümgeschmack und sie wird schon richtig gezielt haben, auf jeden Fall. Dankeschön, liebe Bettina. Ja, und das war jetzt auch noch irgendwo dabei. Bei Verena im Türchen. Also da bin ich jetzt überfordert, weil wie gesagt, an dem Tag war so viel Halligalli. Und deswegen mache ich das jetzt auch ganz anders mit den Türchen, weil ich kann es nachher nicht mehr nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin jetzt alt. Ihr müsst Nachsicht mit mir haben. Ich muss jetzt mal aufpassen. Ne? Also wie gesagt, diese tolle Fußmaske war dabei. Genau. Und dann... So. Dann kommen wir zu dieser tollen Tüte von der Katrin. 6. Dezember, Nikolaus. Und was noch? Happy Birthday. Die macht das so liebevoll. Dann so schön eingepackt. Ach Mensch. Ein großes Päckchen. Schaut mal. Das ist auch noch, mein Gott. So liebevoll verpackt. Oh. Ach du Heiliger. Macht ihr was Tolles? Ihr seid alle verrückt, seid ihr. Und zwar von Luvia. Ein Pinselset. 5 vegane Make-up-Brushes inklusive Luxury-Pouch. Oh, die Pouch. Die Pinsel sind ein bisschen verrutscht. Aber ich kann die ja mal rausholen. Genau. Genau, die sind ein bisschen verrutscht. Oh, so eine tolle Tasche. Wow. Also, einmal diese. Die sind schön, schön weich. Dann dieser Pinsel. Ich denke mal, der ist hier für die Highlighter, ne? Dann dieser kleinere Pinsel. Da könnte man ja auch Rouge oder Lidschatten mit auftragen. Der auch für die Konturen ist total cool hier mit dem Pömpel hier. Sieht auch sehr edel aus. Leider bei dem Licht nicht so gut zu erkennen. Ich habe hier leider keine andere Chance auf Licht. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und was da hinten da hängt, das sind die Arbeitssachen von meinem Mann. Und da steht auch noch der Douglas-Kalender. Und da hinten steht der Kalender von meinem Mann. Ja. Also ganz tolles Pinselset. Eine wunderbar edle Tasche. Ganz, ganz schön. Sogar hier innen drin noch mit dem Reißverschluss. Also richtig toll, richtig schön. Dankeschön, Katrin. Ganz, ganz toll. Die gefällt mir super. Genau, dann können wir das nämlich auch schon mal gleich wegtun.
Und da ist ja noch was drin. Genau. So. Noch so was schön verpackt ist. Oh, oh. Was buntes, glitzerndes. Eine Tasche. Eine schöne, tolle, glitzernde Tasche. In so einem irisierenden Silber, Türkis. Die hat immer je nach Wendung eine andere Farbe. Ganz toll. Oh, was ist denn da drin? Oh, von Ofra. Rodeo Dry Face and Body Mist. Wow. So Silber, Gold, Silber, klar. Jetzt fange ich schon an hier. So Goldschimmer, das ist so. Mal ausprobieren. Ups. Ja, duftmäßig nicht so dominant, aber glitzert ganz toll. Ich glaube, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? Schade. Muss ich euch mal bei Tageslicht zeigen. Aber ganz, ganz toll. Danke, liebe Katrin. So schöne Sachen. Ihr seid doch verrückt. So schöne Sachen. Ganz, ganz toll. Also das ist, kommen alle in meinen Ehrenplatz von Busten. Genau. Dann packen wir das mal wieder weg. Jetzt bin ich bei der Nummer 7. So. Nummer 7. Das ist die 8. Nummer 9. Das ist die Nummer 7. Genau. So, das ist die 9 gewesen. So. Ihr merkt, ich habe dann bestens unter Kontrolle. Nämlich gar nicht. Genau. Dann fange ich mal mit der Bettina an. Hoppala. Bettina guckt übrigens auch zu. Hi. Bettina. Hat die ganzen Wäscheklammern gesammelt für nächstes Jahr. Eine Schoki. Milka. Eine Milka-Schoki. Und eine Badebombe. Oh, die riecht aber lecker. Und gut sieht die aus. Wunderschön. Dankeschön. Ganz, ganz toll. Ich habe ja auch noch den Kalender von Larsch. Und mittlerweile habe ich angefangen und habe ein paar Sachen in meinen Wäscheschrank gelegt. Boah, wenn ich da die Tür aufmache. Lecker, lecker. Ganz, ganz toll. Genau. So, und das lege ich mir mal dahin. So, dann kommen wir jetzt zu der Irena. Genau, das ist die Nummer 7. Genau. Irene hat mir ja die Sachen in so einen alten Eiskalender gepackt. Und wie läuft es bei euch mit dem Eiskalender? Schon alles ausprobiert? Oh, da ist da was. Bio-Fact Serum. Ach, da ist ein Zettel bei. Und Raffaello, die mag ich total gerne. Davon esse ich gleich mal einen. Hier sind so mehrere Kleinigkeiten drin. Ich hole mal wieder meine Brille. Die habe ich nämlich hier liegen. Genau. Und zwar haben wir einmal von Laura Mercier Pure Canvas Primer. Sehr schön zum Ausprobieren. Primer benutze ich eigentlich ganz gerne. Den werde ich definitiv testen. Mal eben gucken, ob das hier Bio-Effekt. Ich glaube, das ist eine andere Karte. Aber ist nicht schlimm. Und noch ein Raffaello, den werde ich gleich essen. Ach doch, die hat das Serum davon drin, genau. QMS Active Glow Tinted Day Cream. Oh, ideal für den Urlaub. Weil übrigens habe ich zum Geburtstag eine Kreuzfahrt geschenkt gekriegt. Beziehungsweise mein Mann und ich haben uns die zusammen gekauft. Und ja, weil ich habe auch gesagt, ich mache keine große Feier. Weil eine große Feier, dann habe ich wieder Action und Stress und deswegen dann lieber, ne, Geld sparen. Hat natürlich jeder verstanden. Ne? Wie gesagt, wir waren, dafür gehen wir morgen alle Mann essen, also alle die Ängsten. Und nächste Woche habe ich nochmal ein Frühstück mit meinen Freundinnen. Am Freitag war ich mit einer Freundin frühstücken. Also es wird so verteilt, da wird keiner. Geburtstag wird auf jeden Fall gefeiert.
Also hier haben wir dieses Bio-Effekt-Serum, wovon die liebe Verena mir einen Zettel beigelegt hat. Bin ja jetzt eine alte Frau, hat sie gesagt. Und zu Recht. Oh, das ist ja was ganz Hochwertiges. Tragen Sie abends 2 bis 4 Tropfen auf das gereinigte Gesicht auf. Bio-Effekt HGF-Serum. Erneuert, belebt und regeneriert. Verleiht pralle und feste Haut. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich muss mal gucken. Oh, ich kann ja die Karte dahinter halten. So, jetzt, ne? Genau. Also ganz toll. Werde ich alles testen. Mal eben hier aufheben. Ich werde das auf jeden Fall dann die Karte dazulegen, damit ich das nicht vergesse. Genau, und dann komme ich da gleich. Und jetzt lese ich mir eben Raffaello. Einmal die Dine wieder mit ihrer wunderbaren Verpackung. Was ist das allein für eine Fummelarbeit? Ist so ein kleines Ding zu verpacken. So schön. Dine, Chapeau. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe jetzt die Katrin weggetan, weil da muss ich gleich noch was zu sagen. Oh. Einen Drop Lip Balm von Kiko. So rot ist der. Das ist ja mal was Nices. Kenne ich ja noch gar nicht. Was Kiko alles hat. Ach, der sieht aus wie so ein Tropfen. Und dann nur wie so ein Stick. Gar nicht mal schlecht, ne? Schön. Mal riechen. Oh, der riecht auch noch lecker nach Sherry. Oh. Ja, der ist eher dezent. Sieht man jetzt nicht wirklich. Aber wunderschön. Ich denke mal, das ist so ein bisschen, also viel Pflege mit ein bisschen Farbe. Wunderbar, ganz tolle Idee. Und sowas kann man ja immer gebrauchen. Ich habe überall Lip Balms rumliegen. Im Auto, überall. So, und jetzt kommt hier das Türchen von Katrin. Und liebe Katrin, bei dem Kalender blicke ich nicht durch. Kann das sein, dass du vielleicht mal die 7 woanders zugepackt hast? Weil ich hatte ja mal so ein Türchen, da stand 7 drauf. Hier steht jetzt nur Wow drauf, deswegen habe ich das jetzt mal als 7 genommen. Ich weiß nicht, was mit dem Kalender ist. Ulala. Ach, guck mal, das ist für meine Katzen. Auch das ist aber lieb. Da freuen sie sich ja. Schön. Seht beides meine Mama-Katze essen, die Luna, weil die Tochter, die frisst kein Nassfutter. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Oh, mit Tomate. Mal gucken, ob sie das frisst, weil die ist da sehr nörgelig manchmal. Aber Huhn ist schon mal gut. Ach nur, Seelachs. Ach, Seelachs, okay. Ich lasse sie mal probieren. Ich werde sie berichten. Finde ich aber gut. Also, die hat ja auch gesagt, für meinen Mann ist mal was drin, für meine Tochter. Ich finde das total gut, dass sie an alle denkt. Genau, und jetzt kommt die liebe Verena. Ne, Verena hatte ich doch gerade schon. Ach, das ist ja 9. Ach, Leute. Das war die Nummer 7. Mann, Mann, Mann. Genau. Weil ich wollte gucken, die Türchen müssen nachher wieder in den Keller. Weil ich habe die Kalender alle im Keller. Weil ihr seht ja selber, hier ist nirgendwo Platz, wo ich das hinstellen könnte. Weil da muss mein Mann auch mal seine Sachen hinlegen. Was er da in der Dings da hat, ne? Da der Tisch ist schon voll mit 2 anderen Kalendern. Also platzmäßig ist es bei uns ein bisschen mau. Genau. Jetzt kommt die Nummer 8. So, die Nummer 8. Dann fangen wir mit der lieben Verena an. Aus dem Six. Nee, nicht Six Kalender, sondern Eis.de. Mein Gott, ich hatte wieder einen Müll. Mein Tag war heute wieder too much. Und auch gleich noch. Wir haben schon 18.55 Uhr und ich muss gleich noch, meine Tochter hat heute einen Auftritt, die ist ja Cheerleaderin und ich habe sie dann weggebracht, war noch mal eben was einkaufen, weil wir ja morgen essen gehen und nach dem Essen kommen wir hier zu uns. Da brauchte ich noch ein paar Getränke, noch ein bisschen, ne, ein bisschen Sahne für den Kuchen. Ja, und deswegen bin ich
ich immer ein bisschen verpeilt, aber das ist normal. Ne? Wir gucken uns die Nummer 8 an. Oh, da sind schon wieder Raffaello drin. Oh, ich habe Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Schokololli. Noch ein Raffaello. Eine Nachtcreme. Hyaluronic Acid Age Recovery Nachtcreme. Ja, die Verena ist ja noch so ein junges Küken. Sowas braucht die noch nicht. Aber bei mir ist das sehr gut aufgehoben. Dankeschön, meine Liebe. Riecht auch ganz gut. Sehr schön. Guck mal. So. Dann machen wir mal die Nummer 8 von meiner Bettina. Da haben wir ein Toblerönchen drin, kleine. Und eine kleine Milka-Tafel. Oh. Also diese ganzen Süßigkeiten, die packe ich immer auf unseren Teller im Wohnzimmer. Und meistens sind die am letzten Tag schon verschwunden. Und von Nivea eine Handcreme. Sehr schön. 24-Stunden-Pflege. Ach, ich habe ganz vergessen, von Bettina habe ich noch ein, genau, da kam am 6. noch so ein kleines Paket. Da waren Zettel drin, so von Etsy kam das. Und da war auch eine Bauchtasche drin, aus so einem Teddy-Stoff. War auch ganz niedlich, ganz toll. Und ein Zettel, alles Gute zum Geburtstag, liebe Edda. Hm, bleib so, wie du bist und so weiter. Und ich dachte mir, von wem ist das denn jetzt, ne? Und überlegt und überlegt und... Ich meine, gut, viele wissen, dass ich so ein Bauchtaschenfetischist bin. Aber gut, Bettina weiß das eigentlich am ehesten. Ja, und dann habe ich sie gefragt und dann war es wirklich so. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und das hier auch. Dankeschön, Bettina. So, dann kommen wir zu der Katrin. So, Katrin ist übrigens die Einzige, die keine Videos macht. Also von Gina kommen Videos und von der Verena kommen Videos. Und ich glaube, alle, die mir folgen, kennen die beiden, glaube ich, auch. Wenn nicht, könnt ihr gerne mal in die Links hier unten in der Infobox gucken. Da sind die beiden verlinkt. Oh, von Dalton, einem Bodycare, eine Hyaluronic Body Lotion. Ich habe noch nie was von Dalton ausprobiert. Dankeschön. Das werde ich ausprobieren. Upsa. Ist auch noch ganz neu. Das riecht aber nice. Sehr schön. So was Teures. Wow. Wow, wow, wow. Und ein Volumen-Shampoo. Ocean Mist. So, jetzt haben wir 19 Uhr. Jetzt fängt die Kirche an zu dongeln hier. Ich hoffe, das stört euch nicht zu dolle. Ich bin gleich fertig. Ein Shampoo. Oh Mann, ich hoffe, ihr hört das nicht zu laut da. Ach Mann. Die Kirche, immer die Kirche. Genau. Und die letzte Nummer 8 von der Gina. Aber die hört gleich auf zu dimmeln. Die Kirche. Ist so schön. Ich kann da schon durchgucken. Aber macht mir gar nichts. Mint Glaze. Oh, das sieht aber edel aus. Wow. Sagt mir jetzt nichts. Ich hol's mal raus. So, jetzt alle mal beten. Ich habe ja mein Messer hier. Ist mal voll laut. Obwohl ich Fenster zu habe. Ne? Also Fenster ist komplett zu. Und die Kirche ist so Luftlinie. 100 Meter? Ja, nee, 200 Meter würde ich mal sagen.
ein mega Lärm. Immer 19 Uhr. Die anderen, da machst du nur einmal dünn. Aber heute ist Samstag und dann, glaube ich, ein Gottesdienst um 19 Uhr. Ja. Ach Gott, von 11. Mint Melt Mint Glacy Cooling Cleanser. Oh, das ist, glaube ich, was für den Sommer. Der ist, ich denke mal, der ist mit Pfefferminz, weil überall Mint, Mint steht. Ich denke, der ist für den Sommer und zum Abschminken und eben der dann kühlt. Ja, riecht so ein bisschen pfefferminzig, aber sehr schön. Also interessant. Das wird dann bis zum Sommer im Karton bleiben erstmal. Und im Sommer werde ich das mal ausprobieren. Oh, ich hätte gerne Sommer. Ich friere so. Mögt ihr die Kälte auch nicht so gern? Wo ist denn jetzt hier das obere geblieben? Irgendwie hat sich das jetzt hier... keine Ahnung. Ach so, alles klar. Ist so kalt. Heute Nacht gibt es auch wieder Frost. Und meine Katzen, die wollen ja unbedingt raus nachts. Jetzt habe ich überlegt, jetzt mache ich hier unten im Keller. Dann haben wir da so ein Fenster. Kann man dann so machen, dass sie da so rein können. Natürlich gefährlich, wenn da einer einsteigt, ne? Aber da ist so ein Vorsprung. Da habe ich schon gestern Abend eine Kiste hingestellt mit so einer Decke drin. Da können die sich dann reinkuscheln. Aber die stört das gar nicht irgendwie. Ich meine, die haben ja beide dickes Fell jetzt bekommen. Ja, danke liebe Gina für diesen tollen Cleanser. Ja, Cleanser kann man ja sagen, ne? Genau. Wir kommen zur Nummer 9. Haltet ihr noch durch, ihr Lieben? Die Nummer 9. Da. Genau. Dann haben wir hier das große, was ich eben schon gezeigt habe, von der Verena. Eine Tasche. Oh. Von Douglas. Oh, die ist aber schön. Die ist ja schön. Die gefällt mir gar nicht. Oh, schmeiß weg. Sehr schön. Ich sammle ja Taschen. Also, ich habe letztens mal ein bisschen aussortiert, weil, naja, waren dann doch zu viele. Und ein paar schöne Stifte hat sie mir da reingetan. Ui, von Misauda. Ein Kajal Mink. Oh. Der ist komplett noch zu, aber der ist, ja, so ein Braunton. Stelle ich mir ganz nett vor. Jetzt nicht so hart wie schwarz, ne? Und wieder Raffaellos. Oh, die haue ich mir gleich schön rein. Danke für die tolle Tasche und für den tollen Kajal, meine Liebe. Danke, danke. Ach, das ist wie Weihnachten. Nur schöner. Ganz toll. Also dieses Adventskalender-Tauschen macht richtig, richtig Spaß. So, dann kommen wir zu den anderen. Dann kommt der 9. von meiner Bettina. Ach, noch eine Badekugel. Einmal ein Oreo und eine Badekugel. Ja, leider ist das Badesalz, vertrage ich leider nicht. Aber das werde ich dann der Daria geben, weil die hat da keine Probleme mit. Die hat ja nur junge, unempfindliche Haut. Aber wenn ich Badesalz nehme, ich kriege so Jucken davon, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, das ist dann, das kann man ja in die Wanne legen und dann sprudelt das so schön. Die Daria mag das ganz gerne, ne? Also hier wird nichts, wie sagt man, hier wird nichts schlecht, so, sagen wir mal so. Na? Oder man kann es ja auch zur Not weiter verschenken. Aber dass ich gerne bade, weiß die Bettina ja auch. Genau. Und dann haben wir wieder die liebe Gina mit dem wunderbar verpackten Sachen. Schaut mal hier, die ganzen Herzchen und wie kann man das so liebevoll machen? Ich habe da gar keine Geduld zu. Bin ein nervöses Hemd. Herrlich. Oh, das ist schon wieder so was Tolles. Ach Gott, nee. Vom Beauty Blender. Oh, Gina, bist du verrückt? Ach Mensch. Du sollst doch nicht so viel Geld ausgeben. Mann. Vom Beauty Blender. Einmal den Original Beauty Blender.
Ich habe noch nie einen Beauty Blender gehabt. Wie kriege ich das jetzt auf? Ah, da unten. Oh, guckt mal. Da ist unten drunter sogar so ein Pinselreiniger. Ja, das ist ja mal geil. Hier so ein Pinselreinigungsdingen, wo man dann so. Toll. Ach, meine Güte, nee. Und das ist dann auch ein Liquid Limited Edition. Ich denke mal, ist das zum Pinselreinigen oder fürs Gesicht? Da muss ich mich nochmal schlau machen. Ich kann das jetzt leider nicht lesen. Die Schrift ist so klein und hell. Könnt ihr das lesen da? Ich nicht. Wie in dem Licht schon mal gar nicht. Guck mal, gerade bei der Kerze hier. Ein Cleanser. Sponge and Brush Cleanser. Also das ist ein Pinselreiniger. Also nicht fürs Gesicht nehmen, sondern für die Pinsel. Aber wunderschön. Oh ja, und der Beauty Blender. Das sind ja die besten, ne? Das sagen alle berühmten Influencer immer wieder. Ganz toll. Und die Farbe ist noch cooler. Ich liebe Pink. Dankeschön, liebe Gina. Mein Gott. Und das finde ich so cool hier mit dem Reiniger-Dingen da. Also alles komplett toll. Was findest du sowas? Hammer, Hammer, Hammer. Mann. Und dann haben wir noch einmal die Nummer 9 von der Katrin. Katrin hat auch immer alles so schön eingepackt. Ich glaube, ist das das Papier von Sephora oder gibt es das irgendwo so? Keine Ahnung. So. Von Rituals. The Ritual of Ayurveda. Ein Handbalm. Sehr schön. Riecht auch sehr gut. Könnte ich mir gleich hier an meinem Bett liegen lassen und mir abends mal meine Hände eincremen. Lass ich gleich schön hier liegen. Oh, und noch auch von Rituals. Rituals of Namaste. Indian Rose and Holy Lotus. Ich glaube, das ist ein Körperöl, ne? 3 in 1, schmeiß runter. Micellenwasser. Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Weil das nicht so durchscheint. Guck mal, da seht ihr meinen Kopf da durch. Aber wunderschön, also kann ich super gut gebrauchen. Genau, so lange habe ich keinen Platz mehr hier. Von den allen wunderschönen Sachen, die ich bekommen habe. Meine Güte. So, jetzt kommen wir zum letzten Türchen, der Nummer 10, also heute. Und auch das habe ich noch nicht ausgepackt, weil ich wollte das mit euch zusammen machen. Die Nummer 10 von der Verena. Und wieder ein Raffaello. Hab einen richtig schönen Bär hier. Der wird aber nicht lange leben. Ah, von Jungglück Hyaluronkonzentrat. Also von Jungglück habe ich schon viel gehört, aber nichts ausprobiert. Meine Ärztin, die mir mal da Botox gespritzt hat, die vertreibt das, glaube ich. Oder heißt die Firma anders? Ich meine, das war Jungglück. Wunderschön, das werde ich definitiv mal probieren. Aber auch wieder sowas Teures. Wahnsinn. Extra ist schön in so einem Spender. Ganz toll. Aber ich rieche mal dran. Riecht irgendwie gar nicht. Muss ja auch nicht immer riechen. Ne? Sind ja auch alles Parfüme, sind ja auch immer so eine Sache. Aber richtig schön ölig. Oh ja, oh ja. Nee, riecht nach nichts. Aber umso besser, wenn man jetzt so Bodylotion oder sowas nimmt. Ne? Gut, im Gesicht man ja keine Bodylotion. Aber dann sind so neutrale Öle echt besser. Ne? So, mein Gott. So, genau. Dankeschön, liebe Verena. Wunderschöne Türchen hast du gepackt. Ganz toll, meine Liebe. So, dann wollen wir jetzt mal wieder zu meiner Bettina kommen. Und zwar haben wir hier
Eyepatches. Die kann ich immer gut gebrauchen. Die sind auch echt gut, muss ich sagen. Sind zwar manchmal ein bisschen nervig, weil die ein bisschen dick sind, aber die sind super. Also wenn ich wirklich so morgens so geschwollene Lider habe, die helfen sofort. Ganz toll. Und ein Milka. Mein Gott, wie viel voll der Bär hier. So, und dann kommen wir zu der Katrin. Nummer 10 und Katrin. Katrin hat einen Sephora-Kalender genommen. Oh, oh, oh. Also eigentlich müsste ich jetzt durch die ganzen Anti-Aging-Sachen abrupt 10 Jahre jünger wirken, wenn ich die jetzt alle benutze. Da haben die leider wieder Badekristalle. Vertrage ich ja nicht. Ja, Rückenwohl, wunderbar, weil Kneipp ist gut, weil wir haben das in der flüssigen Form, dieses Rückenwohl, es gibt es ja in allen. Aber wie gesagt, das werde ich weitergeben oder ob Daria, das, Daria nimmt ja nicht so unbedingt so medizinische Sachen. Aber mein Sohn und meine Schwiegertochter haben keine Badewanne. Meine beste Freundin könnte ich das geben, aber die mag auch kein Badesalz. Aber ist nicht schlimm. Dann gebe ich das weiter und wie gesagt, Wanderpakete kommen immer wieder. Und da wird es einen anderen Liebhaber für finden. Wie gesagt, ich habe ja so viele andere tolle Sachen von dir bekommen. Und die mag ich auch ganz gerne. Nur, die ziehen mir meine ganzen Plumpen raus. Ich habe seit der Chemo habe ich ganz schlimme Probleme mit meinen Zähnen. Auch so, jetzt habe ich schon wieder, ach Gott, egal. Auf jeden Fall habe ich mega Probleme mit meinen Zähnen und die sind locker teilweise. Jeder Zahn ist teilweise irgendwie behandelt und mein Zahnarzt sagte schon, ich brauche eigentlich meinen Mund mal in 4 Teile zeilen und dann müsste ich das alles mal nach und nach machen. Wird natürlich super teuer. Ja, gut, wenn man jetzt wüsste, man bleibt gesund, man wird nicht mehr krank, ne? Das heißt, ich habe ja die Gefahr, dass es wieder ausbrechen kann. Dann würde ich das machen, aber ich würde mich ärgern, wenn ich jetzt alles mache, 10.000 Euro bezahle für die ganzen Zähne oder noch mehr und nachher würde ich wieder, gut, dann hätte ich ja vielleicht viel Künstliches oder so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich tue mir da echt schwer. Aber wie gesagt, diese sind dann so, die muss ich lutschen. Aber man hat dann noch viel länger was davon. Und wenn ich mein Methadon nehme, muss ich dann auch immer sofort ein Bonbon nehmen, weil das so bitter schmeckt. Und dann passen die ganz gut. Dann lutsche ich die ganz. Aber man hat halt den Drang, man möchte die kauen. Ne? Und dann, wie gesagt, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich da irgendwelche Blomben oder Stücke von Zähnen hatte und auch noch runtergeschluckt habe. Mann, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also, ja gut, einerseits rettet einem die Chemo das Leben, andererseits macht sie natürlich so viel kaputt. Tja, da wo gehobelt wird, fallen Späne und ich will jetzt auch nicht jammern, ich wollte nur sagen, dass die wirklich mit, also die muss ich mit Vorsicht genießen, auch die anderen. Ich denke mal, das Thema kennen viele, ne? Blombenzieher sagt man ja, ne? Aber ich liebe die, die sind so lecker. Danke, liebe Katrin. Und kommt immer von Höpfchen auf Stöpfchen. Jetzt kommt das letzte für heute von der Gina. Wieder wundervoll eingepackt. Und es ist eine Tube, eine Dusche, eine Bodylotion. Oh, No Planet B. Oh, die Marke kenne ich gar nicht. Ist von DM, No Planet B. Eine Pflegedusche mit geretteten Babypfirsichen und Grapefruitschalen. Das ist ja cool. Wo gibt es denn sowas? Upcycling Beauty. Wow. Toll. Das muss ich jetzt mal schnuppern. Habe ich noch nie gesehen. Kennt ihr diese Marke? No Planet B? Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Muss ich jetzt mal einmal hier aufmachen. Das will ich ja mal duften. Geht gar nicht. Noch richtig verschweißt hier, aber irgendwie sehe ich hier nicht den Kleberdings. Gerade schon wieder eine WhatsApp von Verena gekriegt, die fragt bestimmt, wo bleibt dein Video? Nee. Nein, alles gut. Wir verstehen uns alle so gut. Ich glaube, das ist geklebt, ne? Ja, kann ich ein bisschen fummeln.
bin auch gleich sofort fertig, ihr Lieben. Also wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, seid ihr einsame Spitze. Wirklich ganz toll. Upsa. Oh, das riecht so hammer geil nach Pfirsich. Sowas von intensiv. Wow. Also die werde ich mir in meinem Badewasser tun. Weil das ist richtig hammer. Da weiß ich jetzt schon, wenn das meine Tochter riecht, dann will sie das haben. Ganz toll. Also da haltet mal Ausschau nach und holt euch mal diese Pflegedusche. Die riecht so toll nach Pfirsich. Aber so richtig so reinbeiß Pfirsich. Wisst ihr das? Hammer, hammer, hammer. Ihr lieben Mäuse, ich bin total überwältigt. Und ja, ich muss jetzt hier erstmal aufräumen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Nochmal Dankeschön an die wundervollen Mädels. Danke, liebe Verena. Danke, liebe Katrin. Danke, liebe Gina. Und danke, liebe Bettina. Also ihr seid ganz tolle Menschen und ich bin wahnsinnig froh, euch zu kennen. Und wie gesagt, es kommt ja noch ein Weihnachtspaket. Und ja, also einige haben wirklich drüber geschlagen, sag ich mal, weil ich meine, ich mache ja schon jahrelang einen Adventskalender und bin da also in so einer mittleren Schiene. Also ich finde mal, so teure Sachen dürfen da auch nicht rein irgendwie, ne? Weil ich meine, es geht ja noch ins Geld. Aber wie gesagt, auch mit was für einer Liebe, mit was für einer Hingabe, ganz toll. Und wie gesagt, es geht weiter, ihr Lieben. Die Türchen 11 bis 15, die kommen dann am 15. und am 16. Genau, nächste Woche habe ich nochmal viel zu tun. Und dann wird es ruhiger und dann kommt Weihnachten, dann kommt Silvester und dann haben wir Happy 2023. Ihr Lieben, passt auf euch auf, zieht euch warm an und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Einen wundervollen dritten Advent und fühlt euch gedrückt und geknuddelt, vor allen Dingen meine vier Mädels hier und auch die anderen netten, süßen Mädels da draußen, die da, meine beiden Nadines, Nicole und wie sie alle heißen, fühlt euch alle gedrückt, ihr seid alle toll.